Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt Super Mario All-Stars. Ja, ich hatte ja schon angekündigt gehabt, dass wir mehr Marios machen werden und das wird wohl auch der letzte 2D-Teil. Es sei denn, wir spielen nochmal die alten Klassiker auf NES selber. Aber vorweg, Super Mario Lost Levels ist schon sehr extrem schwer und Ziel ist auf jeden Fall bei diesem Spiel hier nicht, dass wir es komplett durchspielen. Also ich werde gucken, dass wir so weit wie möglich kommen. Bei den anderen Spielen werde ich natürlich komplett durchspielen. Mario World wird natürlich ausgelassen, weil wir davon schon ein 100% Let's Play haben. Das muss man nicht unbedingt zweimal spielen. Und ja, wir werden anfangen mit dem Klassiker Mario Bros. 1. Und da sei vorweg gesagt, wir werden das diesmal regulär spielen. Das heißt, wir werden nicht diesen Speedrun da machen, wie das erste Mal. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ihr seht eine schöne neue Funktion. Wir haben auch Speicherplätze. Das natürlich sehr Let's Play-freundlich ist. Und auf den ersten Blick sieht man schon, es sieht alles optisch natürlich schöner aus. Das alte Original von 85 wurde dann natürlich ordentlich aufgemotzt. Und ja, was auch schon gewarnt sei, ich bin komplett aus der Übung, was Mario angeht. Ich habe jetzt so eine lange Aufnahmepause dazwischen gehabt, dass ich wahrscheinlich erstmal reinkommen muss. Also wir werden auf jeden Fall keine Warp-Röhren benutzen, um Levels zu überspringen. Damit wird das Spiel natürlich deutlich länger werden. Wir werden vielleicht sogar auch mal das alte vom NES nochmal richtig machen. Oh, das weiß ich noch nicht genau. Schade. Das war nix. Oh, hier seht ihr schon, die Hintergründe sind neu gemacht. Auf dem NES waren hier ja keine Steine im Hintergrund zu sehen, sondern einfach nur ein schwarzer Bildschirm. Das hat ja schon mal einen guten Anfang. Egal. Glück gehabt. Der Puzzle ist irgendwie weggeglitscht. Eieiei. Das läuft ja nicht gut. Hatte auch leider vor der Aufnahme noch technische Schwierigkeiten. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen unkonzentrierter. Ha! Gekriegt. Ups. Die Leben nehmen wir natürlich mit. Da brauchen wir so viel, wie wir kriegen können. Auch neu. Hier sind dann so Bilder hinter versteckt. Leg mal eins davon frei. Müssen wir ja nicht alle machen. War früher natürlich auch nicht drin. Auch die neue Musik hier in dem Gebiet. Das ist natürlich alles schön für das Mario All-Stars neu gemacht worden. Ich weiß, da war noch eine Powerblume drin, aber die nehmen wir nicht mit.
So, und jetzt kommt der Teil, wo ich mich halt überhaupt nicht mehr dran erinnere. Ich habe ja bis jetzt immer auf die Schnelle die Warp Zones genommen gehabt, weil ich meistens relativ kurz gebunden war und da war das natürlich ein kurzes Durchspielen. Ich wollte gerade sagen, kommt das nicht mehr hoch? Das wäre auch blöd. Ich sollte aufpassen mit dem Schießen, weil uns könnte das eventuell. So. Wir haben natürlich jetzt auch viel mehr Level 4 Bowser-Welten. Bowser ist auch neu designt, wie man natürlich sieht. So allgemein, das ist alles neu. Neu und schön. Ah, das läuft ja schon mal wunderbar. Und das wäre Bowser Nummer 1. Eieieiei, habe ich nachgelassen. naja. Ja, danke Mario, aber unsere Prozesse sind im anderen Schloss. Diesen Satz werden wir noch sehr häufig lesen. Insgesamt, glaube ich, 7 Mal war das. Ja, stimmt. Level 8 war ja das Richtige. Im Ganzen weiß ich zwar hier und da noch ein paar von den Secrets, aber den Großteil habe ich natürlich nicht mehr im Kopf. Mist. Da hätten wir eventuell noch was holen können. Da werden wir mal hochgehen. Ich meine nämlich, da wäre nur Bonus, richtig? Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass ich irgendwelche Warp-Zones erwische. Naja, nicht alle Münzen, aber macht ja nichts. Aber ihr merkt schon, dass ich doch schon eine ganze Ecke aus der Übung bin. Na. Ja. Das muss gut sein. Ein Tauchlevel. Da ist schon mal gut, dass wir die Feuerblume haben. Auch wenn es mir immer wieder ein Rätsel ist, wie das Feuer unter Wasser funktioniert.
Aber gut. Meine, bei SpongeBob hat man sich ja auch Lagerfeuer unter Wasser gemacht. Natürlich auch hier alles neu. So, damit sollte unsere erste Wasserwelt auch erledigt sein. Mal sehen, wie weit wir im ersten Part kommen. Je nachdem, wie gut es läuft, könnte es sogar sein, dass wir die Hälfte des Spielstands schon in einem Part durchhaben. Man muss von allgemein sagen, dass Mario ist nicht besonders umfangreich. Bei den Levels, die ich jetzt natürlich nicht kenne, bin ich ein bisschen stiller, wie ihr merkt. Das liegt aber auch daran, weil ich mich dann ein bisschen konzentriere. Weil die anderen Levels kannte ich ja in- und auswendig, so oft wie ich da durchgejagt bin. Aber hier muss ich echt ein bisschen vorsichtiger sein. Bowser. Am Anfang des Levels kriegen wir eigentlich immer einen Pilz oder eine Feuerblume, wenn wir gerade schon Pilz haben. Ja, wir können Bowser auch so erledigen. Deswegen habe ich auch einfach mal gemacht zum Spaß. Und was ist drin? Natürlich ein. Oh, zwei kleine Toads. Ja, unsere Prozesse sind im anderen Schloss, wie immer. Ja, die ersten Hammerbrüder. Oh je, und auch noch glitschig. Das war ja nix. Ja, bei Hammerbrüdern wäre das tatsächlich sogar sehr vom Vorteil, wenn ich noch die Blume gehabt hätte. Aber, einmal ein Bonus. Oh, der Bonus gefällt mir natürlich besonders. Sagen, will er nicht da rein? Nö, sonst nichts. Wollen wir auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Der ist zwar relativ kurz, die ist halt aber auch.
Sehr schön. Das war nix. Na gut, mit Blumen sind wir hier zu Genüge versorgt. Na, die grünen Koopas, seht ihr ja, sind die typischen Klippenspringer. Ich weiß, Zeit ist knapp. Aber wir sind eh am Ziel. Also ein paar Bonuspünktchen. 9 Leben haben wir aktuell. Ja, manchmal ist es eigentlich besser, wenn wir diesen hier machen. Es sei denn natürlich, man ist so dämlich wie ich und rennt dann auch noch rein. Da sind zwar Münzen drin, aber ich möchte lieber den Stern nutzen. Eieieiei. Ach so, vorweg auch. Im Gegensatz zum Original Mario Bros. Haben wir hier auch Continues, wenn wir versemmeln. Naja. Das war ein unnötiges Leben, was wir da verloren haben. Aber passiert. Meine künstlichen Jump-Runs sind sowieso nicht die besten, also Tode sind vorprogrammiert. Nein! Mist. Ach nö. Auch noch hier unten. Ja, so hätte das eigentlich aussehen sollen, aber irgendwie bekam er keine Fahrt auf. Halt so. Naja, kriegen wir so noch ein paar Punkte nachgeschoben. Bowserwelt und wir haben nichts. Das ist natürlich blöd. Ach ja, das ist das Problem mit der kleinen Delay, die ich habe. Ich bin nämlich irre anhand der Töne. Okay, das war gut. Mist. Ja, das ist dann mit diesen wechselhaften Intervallen. Mal kommen die schnell hintereinander und mal kommen sie langsam.
frag mich nicht wie, aber irgendwie hat's geklappt. Ach. Mist. Meine Güte, ey. Schon wieder diese... Da. Kackflamme. Denken wir uns die Doppel. Eine mistige Flamme. Oh. Ach, Mist. Mist. Da kann man leider nicht durchspringen. Hier haben wir das leider ziemlich Federn gelassen bei Bowser-Welt. Anhand von Geräuschen springen, wenn man ein paar Sekunden Verzögerung hat, ist nicht unbedingt das Leichteste. Mann. Dann halt so. Ja, ein bisschen machen wir noch. Dann sind wir bei 3 von den kleinen Toads. Bzw. von unserem Pilzbewohnerchen. 4-1, ein Dakuti-Level. Dieses Level kennen wir sogar. Trotzdem werde ich erwischt. Mist. Aber ich muss mal ganz kurz so was nachlesen. Komm, hier rein. Das war der falsche Pilz. Falsche Pilz, sag ich schon. Weiter. Da oben ist ein Pilz drin. Den nehmen wir erst, wenn wir hier unten alles haben. Die Levels danach kenne ich halt auch alle nicht, also nicht mehr. Was kommt davon, wenn man, wenn man sonst immer abkürzt? Na gut, hier die Welt haben wir auch noch. In abgekürzter Form. Na, hier ist ja auch der nächste Warp. Den wir aber definitiv nicht nutzen werden. Quasi hier, die habt ihr ja schon gesehen. Ach, Nintendo war so clever und hat dafür gesorgt, dass wir keine Dummheiten machen, wollte ich gerade sagen. Mist.
Fail. Ja, davor kann uns Nintendo natürlich nicht bewahren, dass wir etwas dumm sind. Und so gehen die ganzen Leben dahin. Ich bin so verdammt ungeschickt. Die Münzen mitnehmen, alleine schon, weil wir die Leben gut gebrauchen können. Ich wollte gerade sagen, ich warte auf den nächsten Aufzug, weil ich nicht genau weiß, dass wir sonst wahrscheinlich uns irgendwo dran stoßen und dann sterben. Wir könnten natürlich jetzt auch oben rum abkürzen, das machen wir aber auch nicht. Das wirklich mal komplett regulär durchspielen. Ohne Tricks, ohne Abkürzungen. Na gut. Hätte mich auch gewundert, wenn hier noch was gewesen wäre. Bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen, weil ich kenne mich, ich spring dann da oben gegen und dann ab in den Abgrund. Ja, ich denke mal, bis 4-4 können wir noch schaffen. Das heißt, die Hälfte des Spiels haben wir dann am Ende geschafft. Eieiei. Gut, dass ich gerade so reagiert habe. Ich denke echt, wir können das Spiel wahrscheinlich mit zwei oder drei Aufnahmesessions komplett schon abschließen. Und dann sogar völlig regulär. Komplett ohne irgendwelche Abkürzungen. Ja, das lief doch ganz gut. Noch eine Bowser Stage. Ja, da würde ich sagen, nach der Bowser Stage machen wir dann einen Cut. Gut. Okay. Wieder so ein Rätsellevel. Ach, Mist. Okay. Tatsächlich oben bleiben. Wir machen schon mal einen kleinen Save.
Okay, war auch falsch. Muss er wahrscheinlich nach ganz unten. Nein! Verdammt! Okay. Ganz oben. Ganz unten. Na also. Und wieder ist natürlich die Prinzessin im anderen Schloss. Fünf-eins. Und wir haben nur noch ein Leben. Ja. Wenn wir hier mal nochmal kurz speichern und machen hier erstmal einen Cut. Und beim nächsten Part geht es dann direkt weiter. Danke wieder fürs Zuschauen. Bis dann.